So, herzlich willkommen zurück zu Battlefield 1. So, hier mein Handy. Ich sag's nochmal. So, wir haben jetzt die letzten Missionen gespielt mit dem Stahlgewitter und durch die Verlassung. Die zweite Mission habe ich ja mit Movie Games schon durchgespielt. Also Movie Games, mein Kanal 3. Der steht in der Beschreibung, wenn ihr da mal reingucken möchtet. Da findet ihr auch die anderen Movies. Ohne Let's Play und Kombination von mir. Wir werden die Sachen so durchspielen, dass ich halt bei den Videos, auf, wenn sie 20 Minuten geschnitten sind, nicht euch begrüße oder sowas, sondern einfach weitermache. Ihr kennt das von anderen YouTuber schon. Das finde ich einfach ein bisschen flexibler und ja, ich habe nicht so viel Zeit, dass ich das jetzt jedes Mal machen muss. Aber okay. So, wir machen einflussreiche Freunde, kämpfen als freiwilliger Pilot im britischen Royal Flying Corps. So, die Cutscenes lasse ich euch bei den anderen Missionen und auch bei der Mission laufen. Und die erklären noch ein bisschen Stück, da brauche ich halt grundsätzlich nicht erklären. Okay? Also wir sehen uns dann nach der Cutscene. Bis dann. Bevor ich nach Europa kam, hatte ich noch kein echtes Flugzeug gesehen. Hoch über uns zogen sie ihre Kreise wie ein Schwarm tanzender Vögel. Die Piloten waren Legenden, die neuen Helden der Lüfte. Aber die Realität sah anders aus. Denn die meisten dieser tapferen Männer starben früher oder später in den qualmenden Wracks ihrer Maschinen. Auch übrigens, falls ich das noch vergesse, wir spielen es normal. Weil bei Reich haben wir ja schon durchgespielt, also schon das ganz normal. Wenn wir es ja letztes Mal leicht gespielt haben, spielen wir es auf normal durch. Ich glaube, das ist okay. Ich glaube, weil ich mir natürlich keinen Gefallen. Wir wollen ja noch andere Projekte machen. Und so viel Zeit haben wir auch nicht. Also, wir sehen uns dann nach der Katze. Ich habe nichts mehr zu setzen, du Idiot. Das Flugzeug. Lächerlich. Warum denn nicht? Ich bin ja sowieso besser als du. Was hast du denn? Jetzt ist Zahltag, Blackburn. So war das nicht geplant. Aber weißt du, ich glaube, ich nehme das Flugzeug trotzdem. Was zum... Verdammt nochmal! Du hast verloren, ich habe gewonnen! Das Problem ist, Rackham, es ist ein sehr schönes Flugzeug. Und du bist ein Trottel. Ich hab dich wieder besiegt, verdammt! Halt dich bloß von meinem Vogel fern! Du Dreckskerl! Das kannst du nicht machen, ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Mein Name ist Clyde Blackburn. Ich bin Pilot und ein Spieler.
Ich bin George Rackham! Ich bin George Rackham, verdammt! Hör mir zu! Bleib bloß von meinem Vogel weg, um mich! Wenn man mich nach meinem größten Fehler fragt, dann müsste ich wohl sagen, ich bin nicht besonders ehrlich. Willkommen an Bord! Ich bin Wilson und du bist sicher George Rackham! Klar, ich bin Rackham! Ich bin dein Mann! Na los! Bringen wir den Vogel in die Luft! Du bist George Rackham, Sohn des 4. Earl of Windsor. Genau! Piep, altes Haus! Die Bristol erfüllte sämtliche Werbeversprechen. Es war ein Vergnügen, sie zu fliegen. Die Sonne schien und alles wäre perfekt gewesen, wenn ich allein gewesen wäre. Hey, du da hinten! Großartiger Tag für ein Picknick, findest du nicht? Unbedingt! Siehst du das Flugzeug da vorne? Zu dem musst du aufschließen. Ja, ja! Hör mal, ich kenne da diesen französischen Schuppen. Wir könnten vielleicht ein paar Mädchen aufreißen. Was redest du da von Mädchen? Das hier ist ein Testflug. Du musst der Route folgen, die dir das andere Flugzeug vorgibt. Okay, du bist der Boss! Bis auf. Du musst ein Gefühl für den Steuerknüppel entwickeln. Bleib an ihn dran! Okay, diese Distanz halten. Festhalten, Wingnut! Hinterher! Aufschließen! Kinderspiel! Bin gespannt, wie sie sich in einem Luftkampf schlägt. Die Waffen sind übrigens gesichert, nur für den Fall, dass du auf dumme Gedanken kommst. Langsam verstehst du mich. Wie schön! Funktioniert genau wie jedes andere Flugzeug. Mit weniger Gas kannst du engere Kurven fliegen. Ja, das versuche ich gerade. Mehr Gas und bleib an ihm dran! Also, wir könnten da keine Probleme sofort mehr Wilson, und du sollst aufpassen! Augen nach vorne! Du fliegst gut, wenn auch nicht immer ganz nach Vorschrift.
Dann vergiss die verdammten Vorschriften und lebe mal ein bisschen! Wohin will er jetzt? Lass ihn! Siehst du die Zielballons? Waffen überprüfen! Feuer frei! Mit Vergnügen! Ja, jetzt können wir die mal feuern, ne? Mehr Ballons, Rauch und Feuer! Verstanden! Siehst du die Ziele am Boden? Ja, ich sehe sie! Setz Raketen ein, damit du ein Gefühl für Angriffe auf Bodenziele kriegst. Kann ich mal was fragen? Klar! Warum klingt George Rackham, der Sohn des 4. Earl of Windsor, wie ein Amerikaner? Ich übernehme Akzente ziemlich schnell. Wenn die Jerrys besiegt sind, spreche ich wahrscheinlich Französisch. Aha. Du bist ziemlich misstrauisch, Wilson. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Heilige Scheiße! Deutsche! Was machen wir jetzt? Na was wohl? Wir schießen sie ab! Oh, das wird ein Spaß mit dem.
etwas abbekommen. Unternimm was! Das kannst du laut sagen! War das der Motor? Mit dem Beschuss wurde vielleicht das Geschenk. Reparier von da vorne so viel wie möglich. Da. Noch mehr Jerrys! Ich sehe sie! Halt deine Unterhose fest! Juhu! Der wohl hin? Da lang! Und wir verfolgen ihn! Da ist es ja wirklich drüben. Wir sind die Katze im Flugzeug. Entdecken wir zufällig, wo die Deutschen ihre Munition für die halbe Westfront lagerten. Aber mit Wilsons Fotos konnte das Hauptquartier einen Angriff starten. Es gab nur ein Problem. Ich bin nicht sicher. Ach komm schon, das war großartig. Dafür kriegen wir eine Auszeichnung. Wir hätten gar nicht dort sein dürfen. Wenn der Commander die Fotos sieht, ist das egal. Wir waren echt gut. Und können es wieder sein. Ich habe einen Vorschlag. Wenn wir das durchziehen, dann musst du mir jetzt versprechen, dass du mich in einem Stück zurückbringst. Klar doch. Verspreche es. Ich will dein Wort. Okay, ich verspreche es. Bleib hier. Und mach mir ja keinen Ärger. Herein. Ich mochte den Kerl irgendwie. Aber er war ziemlich naiv. Sir, Sie sollten sich die hier mal ansehen. Bei allen Heiligen, Sie müssen einen Wahnsinnspiloten haben. Wahnsinnspiloten.